So, ihr Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin jetzt hier beim Jäger. Wir machen ein bisschen den Jäger weiter. Schauen mal, was wir für Quests haben. Wir müssten hier interagiert mit einem verlorenen Nachricht. Oh, wo war die? Ja, die war dort im zweiten Gebiet. Nördlicher Hang ist auch irgendwo dort. Und die Tarantelbeine, die ich gesammelt habe, müssen wir abgeben. Okay. So, was ist jetzt los? Komm. Jetzt geht's noch langsamer mit der Weltkarte. Okay. Wo ist denn dieser Auftrag zum Abgeben? Ich weiß es nicht. Nicht hier? Okay, Wo ist Alia? Wo ist Alia? Ich weiß es nicht. Ich bin zu lange nicht mehr bei mir gewesen. Tja. Dann gehen wir einfach mal dorthin. Von mir aus. Gehen wir mal zum Jägertrainer, genau. Machen wir die Karte aus. So. Also hier Quests. Das ist das mit dem Ding, das können wir noch nicht machen. So, schauen wir mal die Magielehre und Kräfte an. Todesurteil. Flächenschaden. Nee. Das wäre schon ein bisschen ein Ding, aber wir sind noch nicht außerhalb der Karte. Außerhalb der Mauer. Wilder Geist, das würde das sein, aber wir haben zu wenig Punkte. Durchbauungsschaden. Aha, wenn man schießt, okay. Kaltblut. Ja, okay, dann machen wir mal hier weiter. Tarninstinkte. Aha. Zähm plus 2. Eine Bestie, okay. Training, Gesundheit plus 15. Aber wieso heißt es dann flink und stark? Und dafür bekommen wir Gesundheit. Hm. Okay, Zähm plus 3. Jojo. Bestienhaut. Das ist ja fast das gleiche. Okay, wir können leider hier nichts machen. Wir müssen noch ein paar Levels haben. Okay, gut. Ignis Chat ist wieder mal sehr voll. Freut mich, dass die Leute immer so viel Spaß haben am Chatten. Nun gut. Können wir ja nichts machen. Ah, da ist der Zwilling von mir, der sieht fast gleich aus wie mich. Macht mich wahrscheinlich nach. Nein, ich denke, er war früher, aber ich habe ihn damals gar noch nicht gesehen, als ich das Kostüm gesehen habe. Also gekauft habe, habe ich es noch nicht gesehen. Nun gut, sind wir halt Zwillinge. So, verkaufen wir hier mal die Stäbe. Ja, das sind zwei Stäbe, die überhaupt nichts wert sind für meinen Beschwörer. So. Dann müssen wir wahrscheinlich in die zweite Stadt, um irgendwas zu kaufen. Und ich könnte kurz zum Bogner gehen. Dann kann ich auch mal mein Pet verwenden. Mein Reittier. Der Bogner war irgendwo da hinten. Ja, nun gut. Reißen wir mal ein bisschen. Hexenmeister-Trainer. Schneider. Aber der hat wahrscheinlich Magie-Sachen. Schneider, der hat auch Magie-Sachen. So wie die Robbe aussieht. Schmied, Ritter-Trainer. Hä, wo ist der Bogner? Da drinnen. Ja,
Immerhin. Jetzt müssen wir noch schauen, was wir für einen Bogen haben. Einen Kurzbogen, 18 bis 26. Ja, es ist nur Langbogen. Hey, was ist denn los? Ich hatte schon immer mit dem Barbaren Pech und jetzt habe ich auch mit dem Jäger Pech. Okay, nein, reicht. Wir müssen jetzt keinen besseren haben. Das muss ich ausmachen. Und jetzt gehen wir questen. Wir könnten hier noch eine Quest annehmen. 5 Skelette. Nein, das ist für später. Gut. Sodele. Da sieht man schon ein bisschen das Tor. Hier haben wir einen Schatz, okay. So. Uraltes Skelett. Ah, Skelette wären blau, aber ja, noch nicht jetzt. Zuerst mal die zweiten, also im zweiten Dorf die Quests machen. Jo. Also was ich will, ist so schnell wie möglich auf Level 30 kommen. Und dann wieder bei den guten Loot-Gegnern bisschen looten. Ja. Und mit dem Beshi dann auch. Irgendwann habe ich zu sehr guten Loot. Oh. Schade, dass dieser Moment, wo ich da mehrere Äxte und Rüstungen bekam, nicht mehr so ist. Aber irgendwie hatte ich da mega Glück. Also dann gehen wir kurz die Nachricht holen. Die ist da drüben unter der Brücke, ein bisschen weiter hinten. Und meine ich das nur oder leckt das ein bisschen? Ich habe 60 FPS. Nun gut. Von mir aus. Handeln. Elite-Jägerhose. Ja, wenn das ab Level 11 wäre, dann würde ich es noch nehmen. Okay, von mir aus. Also, die Nachricht ist irgendwo hier. Verlorene Nachricht. Da. Sodele. Haben wir dann im Dorf. Ja. So, ich bin ein bisschen erkältet. Die kalte Sophie ist gekommen. Ich fühle mich voll verarscht. Nun gut. Von mir aus. Aber das war ich auch gestern schon. Und gestern war es ja noch nicht kühl. Irgendwelche Bakterien wieder herumfleuchen. Voll schlimm. Oh, gute Neuigkeit. Da ist noch eine Quest. Alle Bakterien. Okay, dann gehen wir dann später hin. Zuerst mal Bogen. Kurzbogen. 12. Schade, ey. Oh Gott. Denn die Händler machen es einem nicht so leicht. Tja. PN mich, Gaumon. Oh. Will er wieder etwas verdienen? Oh. Ups. Tut mir leid, aber der musste raus. So. Also. Was müssen wir hier machen? Trinkets Monument. Naja, wir gehen mal kurz hier hinten schauen, ob es Magneten gibt. Schauen wir mal hier unten. Nö. Doch da. Yay, ich habe einen gefunden. Ich bin so glücklich.
Okay, ein Magnetstück, die anderen habe ich ja dem Barbaren gegeben. Okay, von mir aus, jetzt gehen wir nach oben. Ich weiß nicht, mir macht der Jäger irgendwie nicht so viel Spaß. Weil die Pets einfach nur peinlich schlecht sind. Nicht von der Stärke aus, sondern von der KI. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Und sonst spielen wir halt den Beschwörer. So, schauen wir mal bei Log. Nochmals ein Magnetstück. Sehr gut. Das ist Monument, oder? Ja. Genau. So. Jetzt müssen wir wieder zurück, okay. Ah, hey, hallo. Steuerung. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, welches MMORPG ich neben Regnum noch ein bisschen spielen soll. Ich hätte Lust auf eine MMORPG, das halt auch ein bisschen anders ist. Vielleicht lockt es dann auch wieder ein paar Zuschauer an. Ja, okay, ich habe momentan genug. Dankeschön wieder für die 4 Likes und die vielen Aufrufe. Mal schauen. Eben wie gesagt, mit Floster nehme ich natürlich so bald wie möglich wieder auf, mit anderen vielleicht auch. Und dann wird es auch wieder ein bisschen spannender. Momentan ist halt recht flaute, Floster hat nie Zeit. Und Mega Cool Man ist auch momentan gerade ein bisschen beschäftigt. Deshalb geht's gerade nicht. Kann nur ich aufnehmen. So, ich möchte gerne hier hinten durch. Wieso ist hier alles zu? Nun gut. Also, die Quest haben wir auch beendet. Im ersten Ding haben wir, glaube ich, keine Quest. Ja, genau, wegen Allerheits-Dokument. Monument. So. Müssen wir hier entlang oder hier? Ich gehe mal rechts. Ich glaube, es ist beide gleich lang. Und schöne Grafikfehler habe ich auch. Sehr schön. Sehr schlecht. So, hier wären wir. Bisschen schneller. Panther, komm. Gib dein Bestes. Ich hätte so eine Turbo-Taste gut gefunden auf dem Pad. Aber, nö. Die wollen doch das nicht, dass uns gut geht. Hier sind blaue Gegner. Die müssen wir auch töten, okay. So, wieder umstellen. Und Schuss. Wie kann man machen, dass die Pets angreifen? Ich dachte, die Pets wären genug stark. Also genug, Ding. Dass sie, mich unterstützen. Und die laufen nur hinterher. Ein Talentspeer. Minus 2. Ja, gigantische Taranteln noch killen. Ja, widerstehen. Genau, widersteh du mal. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Hey, hab ich gesagt. Hä? Ich hab gar nichts gedrückt und trotzdem greift es an. Oh Mann, das ist bald tot. Okay, es ist tot. K.
Kann ich blaue? Ich denke nicht. Skelette gehen nicht. Ich habe kein Wiederbeleben. Sie ist tot. Okay, dann werde ich mal die angreifen. Sämen ist 5. Besänftigte Kreatur. Yay! Sehr schön. Heilen. So, jetzt nicht vergessen, das nächste Mal zu heilen. Was? Du wurdest gar nicht geheilt. Heilen plus 250 Gesundheit. Okay, es heilt auch mit der Zeit. Nun gut. Ja, ja. Hier hätten wir ab Level 16 noch einen Bogen. Level 15. Das ist ein Langbogen da und das Kurzbogen dann Level 16. Okay. Gehen wir wieder zurück. So, jetzt haben wir eine größere Spinne. Wir sind der Spinnenmeister. Bis jetzt hatte ich nur Spinnen als Haustier. Eine kleine schwarze Witwe und eine große schwarze Witwe. Und jetzt eine gigantische Tarantel. Was kommt als nächstes? Nun gut. Ja. Müssen wir wieder ein bisschen laufen. Okay, Erfahrungsboost geht weg. Ich bin gespannt, wie gut der Jäger wird. Ja, sie haben immer geschrieben in den Foren und so, dass Jäger recht gut sind zum Leveln, zum Items zu finden und so. Aber irgendwie glaube ich das jetzt noch nicht. Nun gut. Denke schon, aber dafür muss ich ja erstmals die Pets ein bisschen höher machen. Nun gut. So, wie viel haben wir? 3. Okay. Und wo haben wir denn da drin? Ja. So. Hallo, Bücherschrank, geh weg. Gut, jetzt muss ich da irgendwie schauen. Und wo ist Alia? Schaut auf der Karte. Es zeigt nichts an. Mann, oh, sind die Quests immer noch so verbuggt. So ein Kack. Wenn NGD einfach ein bisschen mehr entwickelt hätte, das wäre das Geister-Game und das wäre auch bekannt worden. Aber nein. Und dieser Fokus als RVR ist auch nicht so gut. Also, RVR ist ein und alles. Nein, ist es nicht. Es ist zwar geil, aber es ist nicht geiler, dass es einfach mal andere Sachen ins Nichts schieben muss. Die Entwickler haben ein Riesenspiel angefangen und haben dann einfach gedacht, ja, sie entwickeln das Game nicht mehr weiter. Was entwickeln die sonst? Die haben nur so App-Spiele und sonst noch entwickelt. Haben die jetzt ganz aufgehört oder entwickeln sie noch App-Spiele? Das ist... Scheiße. Dabei ist Regnum sowas von cool. Mein größter Wunsch ist es einfach, denen das Spiel wegzukaufen. Dann können sie von mir aus ein Regnum 2 machen mit dem Geld. Aber einfach, dass ich dann ein bisschen das Spiel weiterentwickeln kann. Aber ich denke, die gehen lieber dann in den Urlaub oder so und machen nichts.
Ach, hätte ich doch ein bisschen mehr Geld. Ich habe zwar genug Geld, aber das liegt alles hinter verschlossenen Türen momentan noch. Okay. Naja. Also, annehmen. Annehmen. Da oben noch annehmen. Ah, das ist die Quest. Also, ich muss noch schauen wegen Alia. Was? Affmal. Ist Alia nicht die Bogenschützentrainerin? Wo ist die Bogenschützentrainerin? Das Magiertraining. Rittertrainer. Schneider. Hedaki. Wo ist Alia? Ich verstehe es nicht. Manifest. Das ist ein Manifest, ist im Haus. Ein Regal. Wo ist dann die Bogenschützentrainerin? Ist die dort im Haus drinnen oder was? Ich komme in dieser Stadt eben noch nicht raus. Nein, das ist noch der Bogen. Schmied. Gibst du noch eine Quest? Ja, eine Quest kann ich noch annehmen. Nein, das ist die Quest. Die nehme ich nicht an. Rittertrainer ist das. Okay. Ich verstehe nicht. Händler, Hufschmied. Hier kann man nirgends durch. Dann ist der Bogenschützentrainer auf der anderen Seite. Chaos in alter Ruck. Chaos in alter Ruck. Da ist der Kriegertrainer, dann weiß ich wenigstens noch, wo er ist. Der Alchemist ist hier drin. Für was gibt's eigentlich den Alchemist? Der hat sowas von sinnloses Ding. Wahrscheinlich wollten sie den Shop zuerst gar nicht. Da ist schon wieder der Geheimon. Das sieht wie mich, also der Barbar aus in schwul. Okay. Sorry. Aber es sieht wirklich schwul aus mit dieser Frisur. Nun gut, dann finden wir halt den Bogenschützentrainer nicht. Dann nehmen wir dem die Quest noch an. Nein, nicht dem. Ich hasse Magna Quests. So. Nun gut, finden wir halt den Bogenschützentrainer nicht. Was sind eigentlich die Warmaster? Da kann man doch kaufen, oder? Master Coins. Und wie bekommt man Master Coins? Nun gut. Der hat gar nichts. Und der. Aha. Das ist der Edelmann, Edelmann, Edelmann. Clannotar. Ja, der Clan wurde leider auch noch nicht gegründet, aber der wird wahrscheinlich auch keinen Erfolg haben bei den anderen Gilden. Ja, da drin bist du. Und hast sogar die Quest beendet. Wow. Dankeschön. Sehr nett. Also mit dem muss man... Wieso haben jetzt alle keine Ausruf... also Fragezeichen? Hä? Sehr nett. Also mache ich mal da die Reihe nach. Wer hat hier das... Alisig Askari. Okay. Das Schlachtpferd, das ich immer früher gehabt habe. Heutzutage habe ich es nicht mehr so gern. Früher hatte ich es recht gern. Aber es passt halt einfach nicht. So zur... zu den Klassen. Vielleicht ein Ritter, ja. Aber zu den anderen Klassen... passt es nicht so. Lol, was kauft der sich alles? Oh Gott.
Dem muss ich nichts sagen. Schneider, Hexenmeister, Trainer. Ah, komm schon. Der kauft sich einfach mal alles. Da zu viel Geld. Gib mir ein bisschen Geld ab. Ich hab's dringend nötig. Ich hab alles unter verschlossene Türen. Oh, jetzt muss der wieder seine scheiß Ding posten. Seine scheiß Items. Wo die scheiß Items kommen. Nein, nein. Du hast gute Items, aber... mir fehlt noch irgendwas. Samir. Und wo ist Samir? Da vorne ist einer. Ah, hier fehlen sie noch. Ja, aber wo? Habe ich eigentlich den Ding, der ist nämlich immer falsch angezeigt. Den Rittertrainer muss ich, glaube ich. Oder habe ich den gemacht vorher? Ich weiß es nicht. Eine fehlt noch. Da in der Mitte ist noch eine, aber... hä, da ist doch gar keine. Ah, der Schützentrainer. So. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Und Quest abgeben. Was? Stabfuchtler. So. Die nächsten Quests wären dann da unten und eine da drüben. Das Freibiergesicht aus Usbring. Reiten macht Spaß. So. Machen wir das zuerst. Die Skelette sind ja hier unten. Mumie. Da ist ein Skelett, okay. Da müssen wir die Ding aktivieren. Wiederbelebungs-Alter. Ich sag nur Alter. Alter! So, Skelett. Ich möchte dich schlagen, ich möchte dich schlagen. Eines. Na gut. Hier gibt's keine anderen Skelette, doch da. Gib mir Schuss. Komm zu mir. So. Das nächste Skelett für mich bitte. An die Reihe stellen, schön hinten anstehen. So, ich brauche langsam wieder ein bisschen Mana. Ein Kriegsstab, okay. Also. Töten wir die drei Skelette noch. Oder ein Skelett noch. Oh. Nicht schlecht. So. Ein Magiergewand. Ist nichts Gutes. Was hat der? 40? 52, okay, ist besser. So. Aufs Pferd, auf den Panther. Hopp, hopp.
Und da kann man eine Quest abgeben. So. Und dann ab in die Stadt. Da oben gibt es eine zum Abgeben. Wow, fast ein Level. Jetzt sind alle hier unten. Da vorne, ja. Okay. Dann haben wir wieder null Quests. Yay, Level up. So. Nichts bekommen, okay. Schade. Also, wir machen gehen noch zu kurz zum Trainer. Nächste Folge werde ich vielleicht mit Floster wieder aufnehmen. Oder, mal den, Ding zeigen. Den Magier momentan noch. Der Beschwörer. Ah, oh, du hast immer diese Scheiß-Quests. Trainieren, 17 habe ich. Da kann ich nichts machen. Feinde aufspüren. Werde ich nicht machen. Vergeltung. Soll ich mal Ausweichtaktik? Nein, das Treffen ist eine Chance, rede. Ausweichchancen. Das haben wir nur 10 Sekunden. Ja, okay, dann lasse ich das mal noch ein bisschen. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Ich verkaufe noch die Items. So, und ich sage auf Wiedersehen. Tschüssi. Und hoffentlich geht es mir bald wieder ein bisschen besser. Aber ich denke schon. So. Also, tschüss Leute. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.